So, hallo mal wieder zusammen. Eine Runde American Truck Simulator. Da haben wir eine Fracht Diesel. Und zwar auf diesem langen Tankwagen. Der ist ein Riesenteil. Der normale sieht man da hinten links. Der ist etwas länger. Ich weiß zwar nicht, wie wir damit zurechtkommen. Normal kommen wir mit den anderen kaum um die Ecke rum. Aber wir versuchen es. Mir hat er einfach gefallen. Das sieht einfach klasse aus. Und dann müssen wir jetzt hier nach Eureka fahren. Und zwar von, wo sind wir denn? In San Rafael. Hier haben wir einen abgeholt. Hier fahren wir los. Und fahren wir hier die 101 hoch nach Eureka. Soll 227 Meilen sein. 5 Stunden. Machen wir uns auf die Socken. Dann sind wir bald da. Na, schauen wir mal, wie das kommt. Aber ich denke, das müsste hinhauen. So viele Ecken werden da hoffentlich nicht kommen. Da kommen wir raus. Das probieren wir jetzt. Und los geht's. So, Motor an. Motor, Motor, Motor. Hier. Jawohl. Gang rein, Bremse raus. Und dann wollen wir mal sehen. Ob wir hier auch ums Eck rumkommen hier. Das ist doch ein Riesenteil da. Schauen wir mal, ob ich hier rumkomme. Der lenkt halt nicht mit, ne, aber... Oder? Ne, der lenkt nicht mit. Aber er kommt gut hinterher, Patscher. So, dann fahren wir hier schön raus. So, wo müssen wir? Wir fahren geradeaus. Na, Jungs, ihr wartet aber auch nicht, ne? Ah, das will ich doch meinen. So, wie sieht's denn aus? Ach du Liebes. Ja, jetzt müssen wir hier rein. Oh, Polizier. Na, keine Faxen hier. Lass mich hier ausholen. Ah, er kommt. Oh Gott, was machen die jetzt da oben? Hallo. Nein, nicht stehen bleiben, weiterfahren. Oh, nein, 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 nein. Leute, wenn ich wäre, ich jetzt da nicht den Berg hochkommen da. Ne? Na, ist aber was los da. Oh. Jetzt habe ich ja meinen Eurotruck schon wieder KI rumgeschlagen. Jetzt geht's hier weiter oder was? Oh, Banane da. Tür. Jetzt soll ich rechts vorbeifahren, ne? Oh, er fährt los. Wow, 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 wow. Oh, feier, feier. Oh Gott, da muss er ziehen, da. So, Leute, geh weg, weil ich ziehe jetzt einfach raus. Oh, jetzt kommt keiner. Na, cool. Hier, Mitte. Ich habe keine Ahnung. Alles offen eigentlich, ne? Oder? Jo. Grün ist offen. Jawohl. So, wir fahren hier wieder links rüber. So, und dann hoffen wir mal, dass uns keiner im Weg umfährt. Oh, das ist verlegt. Jajajaja. Das ist eine Brücke, ne? Absolut genial. Ach, das ist ein Riesenteil. Meine Güte.
ich ja schon ein Uschi. Ein Riesengerät da, der Trailer. Ich sag doch gerade Strecke, kein Problem. Na, wollen wir mal schauen. Mal schauen, dass wir nicht zu schnell fahren. Was doch 155. Was haben wir? 45. Ja, da haben wir ein bisschen Luft. Komm, zieh an. Ja, die. Ja, mal weg da vorne. So, jetzt kommen wir zum 55. Jetzt ist gut. Jetzt haben wir die richtige Reisegeschwindigkeit. Jetzt können wir durchziehen bis die Jureka. So, und wir fahren mal ein bisschen hin hier. So, noch mal ganz kurz schauen, aber ich denke, ich bin schon richtig. Ja, wir fahren immer auf der 101, Ukiya, Jureka. Ja, da müssen wir nichts denken, einfach durch und alle auf die Seite schieben. Komm, macht hin. Ja, das ist auch, da habe ich jetzt noch, da habe ich auch noch dieses Traffic Pack im Schwert. Das, naja, da wäre es More Traffic und sowas. Der wird 65 Fahrer, ich 55 fahre ebenso schneller. Ja, deswegen geht es nicht ganz so schnell. Na, ist okay. Solange es keinen Stau gibt, wunderbar. Aber was ich schon feststellt habe, dass ich auf dem ETS, im Eurotrack-Simulator, jetzt wo ich Richtung Spanien runter bin, Barcelona, Andorra und so weiter, jenseits FPS-Probleme habe. Ich habe jetzt hier vor Zeit mal nachgeschaut. Hier habe ich keine. Hier bleibt immer bei 60 FPS, bei 59, 60, da und sowas. Guckt da immer rum. Ja. Egal, ob ich noch ein paar Mods zuschalte oder nicht, ist egal. Ja. ETS, ganz anders, der geht da runter bis auf 14 FPS. Dann ruckelt das Bild und das ist unglaublich. Ja, ich habe schon die Reihenfolge der Mods mal vertauscht im ETS. Nichts zu machen. Ja. Und ich habe so das Gefühl, ich habe es auch ein bisschen so rausgelesen aus der bei Pro Mods. Auf der. Yo, was macht ihr da, Hanna? Ach. Leute, was soll denn das jetzt sein? Naja, wo war ich jetzt? Ja, ich habe es auf der Romo-Seite mal ein bisschen rausgelesen. Wenn es von der Spanien-Karte-Kette gesagt, ja, wenn man da runterfährt, Barcelona und so weiter, alles gut. Aber FPS-Probleme. Aha, das kenne ich doch. Also hat da entweder einer geschludert, der wohl das gemacht hat. Weiß nicht, kann ich nicht sagen. Das zum Ausprobieren, jetzt habe ich eine Grafikkarte drin, die man nicht die schlechteste ist. Ist auch nicht hier die Top-Tier, aber für die anderen Spiele reicht sie allemal. Und so grafiklastig ist jetzt hier Euro Truck Simulator ja auch nicht, ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Also er schluckt es auch ohne Probleme, hier andere Profile versucht. Immer 60 FPS, ein paar Mods rein, immer noch 60, mal runter auf 57, 55, aber immer 60. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, wenn ich jetzt die nächste Fracht habe, jetzt hier wieder von Spanien zurück Richtung Frankreich, dann kommen wir wieder von den Pro-Mods Ausweitungen weg wieder Richtung Vive la France DLC. Vielleicht wird es dann wieder besser, also auch wieder mal, denke ich. Aber das muss ich schauen.
verfolgen, was sind die. Ja, gut, müssen wir schauen, vielleicht doch eine neue Grafikkarte zulegen. Aber ich wollte jetzt eigentlich keine 600 Euro ausgeben, um hier dieses Eurotruck Simulator einfach hier nur für diesen einen Bereich da, ne, dass die hier 60 FPS haben. Das wäre aber interessant zu wissen. Ne? Ich kann es leider nicht vergleichen. Ja. Naja, gut. Da schauen wir mal. Mal sehen, was ich mache. Und mal schauen. Vielleicht kann ich ja Crowdfunding machen. Ne? Ja, mal Crowdfunding. Ich brauche eine Grafikkarte. Für Eurotruck Simulator, American Truck Simulator, YouTube-Videos, Crowdfunding-Kampagne 600 Euro. Ja, vielleicht gibt man das ja zusammen, ne? Dafür gibt es ja die Folgen und sonst. Ja, ja. Ach je. Naja. So, jetzt kommen wir nach Eureka. Ja, jetzt wird es Zeit, dass wir hier mal eine zweite Garage kriegen. Eine im Norden hier oben. Aber da fällt ein bisschen das Kleingeld gerade. Dann können wir jetzt zwischen der Garage ein bisschen springen. Können wir ja ausbauen. Und dann sollen die Jungs und Mädels mal ein bisschen Geld verdienen, dass wir mal unseren Truck vergrößern können. Lackierung, stärkere Motor, wenn er dann vom Level her freigeschaltet wird und so weiter. Aber jetzt wird erstmal gesammelt für zweite Garage. Dann können wir hier Schnellreise machen. Und natürlich auch hier neue Fahrer, neue LKWs, aber Money, 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 Dollar, Dollars. Das ist halt das Problem. Ups, wo bin ich denn schon wieder? So, 55 Limit, ja, das haben wir noch nicht. Ja, schöne Gegend hier. Ach, die Sicht ist da ja glatt. Jetzt hier leider da vor allem rein hier. Ach, Polizei, gut. Uiuiui, was machen die da, Hanna? Oh, krieg ich einen Herzinfarkt. Ah, der Bus wahrscheinlich einfach drin auch. Wieder, wenn ich wieder nicht auf was verlauter der Gegner rumschaue da und Selfies machen da. Nicht aufgepasst. Das ist echt übel. Ui, wo ist er denn? Das ist doch cool, das ist schon mal geil, oder? Na? Gut, auf den amerikanischen lange Highways, da geht es. Aber wie muss der Stadt rum mit hier Haufen Kurven, da kommst du am Kai rum da mit dem Ding. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt müssten wir doch bald bei Eureka sein. Ja, da steht's doch. Eureka!
Jetzt sind wir ganz im Norden oben von Kalifornien. Ah, hier wart mal auf die neue Karte da, New Mexico. Weil das, was bei Eurotruck Simulator die Pro-Mods, die die Maps da haben und die Russian und wie sie alle heißen, da kriegst du schon einiges an Stricke zusammen. Aber hier, da gibt es ja nicht allzu viel. Ja, jetzt haben wir hier drei Staaten. Ja, und so viele Stricken und Straßen hat es nicht, wenn du es mal gesehen hast. Ja, ich meine, fährt man auch wieder, aber trotzdem. Ja, jetzt geht es bald runter. Jetzt haben wir einen. Uiuiui, jetzt geht's aber runter den Berg da. Ja. Oh, was hat's denn hier? Ah, schön. Ja, du willst überholen? So geht's aber nicht durch. Ein Elefantenrennen. Oh, jetzt kommt er aber. Oh, ja. Ja gut, der hat ja auch keinen Aufleger drauf. Der macht uns hier nass da. Was ist jetzt los? Na? Sind wir schon da? Tatsache. Cool. Schauen, wo müssen wir jetzt hin? Ach, geradeaus. Und dann links. Oh, Motorradl, guck mal. Da müssen wir nachher die Spur wechseln. Da müssen wir die Kerle wieder ein bisschen erschrecken, weil sonst lassen wir uns ja nicht rein. Jetzt will ich aber trotzdem mal schön schauen, das vergrößert etwas. Ah, hier geht es zur Abladestelle, okay. Ja, wunderbar. Und los geht's. Komm. Jawohl. Zieht man langsam rüber, langsam. Ah, siehst du, der Hintern macht schon langsam. Perfekt. Nur noch ein bisschen einschüchtern, damit ich das. Oh je, na ja gut. Oh je, da geht's aber zu gerne. Genau.
Warschau. So, jetzt sind wir da, ne? Wo haben wir die Abladestelle? Links. Moment, wo müssen wir jetzt rein? Hier? Ah, hier ist verrottet. So, wie hätte ich das so denn hier? Kriegt man denn dahinter hin? Naja, aber das versuchen wir mal. Es gibt Punkte. Gleich hier rum ums Eck. Blöd jetzt, blöd. Ach, das ist mischt jetzt. Nein. Nein. Das müssen wir anders machen. Zurück. Vorsicht. Na schau, dass wir so rumkommen. Gut, kurz hin. Ich kann aber nicht hin. So, jetzt müssen wir ins lange Stoppi. So, jetzt müssen wir rein. Wenn wir das mal irgendwo hinbringen. Steht da noch auf die Welt. Yeah. Okay, dann müssen wir aufbrechen. Oh, war ja. Ja, da kann man noch nicht einsteigen. Ja, kommen wir noch nicht. Next, jetzt. Ja, sieht gut aus. Na komm. Ganz rum. Perfekt, komm. Es kommt gut, jawohl. Kommt gut. Ey, klasse, er steht. Perfekt. Und abkurbeln. Ah, das hat auch funktioniert.
Man muss zwar langsam tun, aber es geht. Wow, das wird besser Punkte hier von den extra langen Hängerkriegern. Mann, oh Mann, du. Aber trotzdem hat klappt, ne? War zwar jetzt nicht viel los auf der Reise. War schön, fand ich. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.